Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Parkitect. Und wie ich gerade mit Erschrecken feststellen musste, wie kann es denn sein, dass das defekt ist, obwohl da keine Leute... Doch, das sind tatsächlich Leute drin. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und die haben auch schon hier hingekotzt. Wie die Irren. Ja, darum kümmere ich mich später noch. So, als erstes, ich möchte hier einen kleinen Eingangsbereich auch bauen. Den mache ich jetzt vielleicht zuerst. Also ihr seht schon, in Performance ist das echt, ein Traum jetzt. Also die werde ich definitiv nicht mehr deinstallieren. Die Experimental Version. Womit mache ich denn zuerst? Womit fange ich denn zuerst an, wollte ich sagen. Ich glaube, ich mache als allererstes hier erstmal einen Bereich hin. Ja, und zwar den Bereich mache ich am besten so. Genau. Mag jetzt vielleicht ein bisschen groß ausschauen, aber ich glaube, das ist so schon in Ordnung. So, als zweites stelle ich vielleicht gleich mal Personal ein. Ich finde auch wieder hier, Asia World ist wieder unglaublich groß geworden. Und was ich noch festgestellt habe, das habe ich leider offscreen gemacht, und zwar jetzt ist es endlich so, dass die synchron laufen. Das Problem ist, ich habe es leider versemmelt, die zweite Drachenbahn einzuschalten, weil ich nicht gecheckt habe, dass es zwei sind. Deswegen war das etwas suboptimal, das Ganze. Aber jetzt laufen die tatsächlich gerade am Anfang und auch am Ende fast komplett synchron. Das ist ziemlich cool eigentlich. Hut ab an den, der das gemacht hat. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte genau Leute einstellen. Personalverwaltung, und zwar 1, 2, 3, 4 Hausmeister. Warum? Weil wir es gleich übertreiben. So, 1, 2, 3, 4. War das richtig? Ich weiß es nicht. So gut ist mein Italienisch nicht. So, 14, Zone 14, alle auf Zone 14. So, okay. Träger. 4 Träger. Am Anfang habe ich noch 3 gemacht, oder? Jetzt eier ich halt schon mit 4 rum. So, Zone 14. Zone. Na. 14. Und nochmals Zone 14. Mechaniker brauche ich eigentlich nur 3 Stück, weil ich eigentlich nicht so viel Attraktion habe. Wie eigentlich im kompletten Park, ja. Also ich habe zwar 1000 Deko-Plätze, aber ich habe fast keine Attraktion. Also ich habe schon Attraktionen, aber nicht so viel eigentlich. Nicht so viel. So, 3 Sicherheitskräfte. 14. So, mittlerweile ist ja auch das neue Jahr angekommen, 2017. Ich bin schon echt gespannt, was 2017 so vor uns liegt, ja, ob 2017 ähnlich chaotisch wird wie 2016. Ich hoffe ja nicht, ich möchte jetzt hier nicht wieder irgendwelche Friedensparolen oder irgendwas losjagen, aber ich hoffe doch sehr, dass irgendwann der Terrorismus, vielleicht nicht 2017, vielleicht aber dann 2018 oder 2019, mal wieder zurückgeht und wir vielleicht einfach nicht mehr ganz so viel Anschläge haben, wie es in letzter Zeit war. Das war nämlich durchaus nervig. Sehr, sehr nervig. Gut, jetzt brauche ich aber hier mal meinen Torbogen, bevor ich mich hier weiter verquatsche. Da. Prinzipiell ist es eigentlich das gleiche wie dieser Turm, würde ich fast behaupten. Falsch platziert, so. Zack, zack. So, jetzt stellt sich die Frage, baue ich jetzt hier nochmal einen hin? Oben drüber? Hust, hust. Oder was baue ich denn für Dächer drüber? Eigentlich müsste ich nochmal einen nach oben gehen. So, die Türme sind aber 4. Das bedeutet, pass mal auf, ich mache das jetzt wie folgt. Ich mache hier vorne
Mach hier vorne so einen Corner hin. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Ja, weil ich das nicht wirklich hinbekomme. Problemfrei. Ja, das kriege ich in der Tat nicht wirklich problemfrei hin. Das Problem ist, es ist halt einfach zu nah. Es ist halt wirklich... Oh. Ja, oder ich mache es einfach so. Oder ich mache es einfach so. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, dann mache ich das lieber so. Und zwar... Zack. Dann ist der halt da so ein bisschen innen drin. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. So. Auf der Seite auch. Ja, muss ja ein bisschen sich auch was überlegen hier. So. Zack, zack. Zack, zack. Leute, die nicht kapieren, dass ich in der Aufnahme bin. Ich muss echt die Steam-Benachrichtigung mal ausschalten. Wäre vielleicht wirklich eine gute Idee. So, okay. Ja, wunderbar. Das akzeptiere ich jetzt einfach mal so, wie es ist. So, und dann, dann wollte ich eigentlich... Pass mal auf, ich mache das jetzt mit denen hier. Was hat der dafür welche genommen? Eben so einen dicken Pfeiler. Und zwar hau ich den jetzt links und rechts jeweils davon hin. Hier. Hier. So, okay. Dann nehme ich... Okay, der hat den tatsächlich manuell platziert. Heilige Mutter. Was eine Arbeit. Weiß ich nicht, ob das jetzt so dazu passt, aber ich probiere das jetzt einfach mal aus. Mehr als es schief gehen kann es ja wieder nicht. So, und jetzt hier noch auf eine einigermaßen ansprechende Höhe reduzieren. Jetzt ruckelt es halt wieder, ne? Wie blöd. Ja, das dachte ich mir, das ist nämlich völlig falsch platziert, deswegen sieht der auch so kacke aus. Ich komme ein bisschen mit der... Genau, mit der Ding nicht ganz klar. Mit der Draufsicht. Wie hat er denn die platziert? Dass die da so passen? Wahrscheinlich... Ah, der hat die unten angepasst, okay. Verstehe, verstehe. Gut, dann kriege ich das so nicht hin. Ich werde das aber trotzdem als Stützen so lassen. Das muss ich sagen, gefällt mir eigentlich relativ gut. Ich werde die halt jetzt nur nochmal anmalen, dass sie ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen dunkler aussehen. Ich sagte dunkler aussehen. Oder pass auf, ich mache die unten einfach weg. So, ganz einfach. Einfach und simpel. Keep it simple, stupid. So. So. Wunderbar. Und auf der anderen Seite auch noch. Okay. Ja, wer genau hinsieht, der sieht, dass die Dächer nicht transparent sind. Okay, ja, gut. Das war natürlich so nicht geplant. Okay, wunderbar. Ja, dann haben wir hier zumindest... Jetzt muss ich natürlich den auf der anderen Seite auch nochmal hinbauen. Und zwar genau gleich. Das ist ein bisschen suboptimal. Ja, dann baue ich vielleicht erstmal jetzt die Mauer weiter. Japan. Japan Wall. So.
Schade, dass ich mit Shift die nicht mehrfach platzieren kann, sondern dass ich immer wieder anklicken muss. Das ist leider schade. Schade, schade, schade. So. So, ganz einfach, dann geht der da hier so in die Mauer rein, also in den Berg rein. Und da passt es eigentlich ganz gut. Und jetzt hätte ich halt ganz gern auf dem Berg selbst hätte ich vielleicht irgendwie so einen Schrein oder so irgendwas gebaut, so mit Treppenstufen und keine Ahnung. Und oben gibt es dann Luftballons zu kaufen, um es richtig absurdmäßig auf die Palme zu bringen. So. Okay, gut, gut. Dann dürfte das soweit in Ordnung sein. Jo. So, ja, jetzt brauche ich leider doch noch einen zweiten Eingang. Oder zwei Eingänge sogar. Also einer reicht mir gar nicht. Ich hätte gern hier einen. Das ist vielleicht den ersten, den ich hier machen werde. Starshape ist defekt. Okay. Schön für Starshape. So, und den zweiten, den werde ich vielleicht hier reinmachen. Ja, und jetzt muss ich ja den ganzen Spaß nochmal machen. So, so. So, so. Okay, wunderbar. Wunderbar, 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 das gefällt mir. Gefällt mir. Ich muss sagen, ich habe jetzt im neuen Jahr, ich habe wieder ein bisschen mehr Flow, muss ich sagen. Also ich habe jetzt, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, ich habe fast eine halbe Woche Pause gemacht. Eine Woche Pause gemacht? Ich weiß es nicht. Wie hoch habe ich denn den jetzt gebaut? Ich habe wieder vergessen. Drei. Okay, drei hoch habe ich den gebaut. Manchmal braucht man aber auch Pause. Ja, das ist geht halt einfach nicht immer Vollgas. So gern man es auch hätte, ja, wenn es nach mir ginge. Ja, dann würde ich hier jeden Tag 10 Folgen von irgendwas produzieren. Das Problem ist aber, das kriege ich halt zeitlich einfach nicht unter. Bin ich ganz ehrlich, das kriege ich zeitlich einfach nicht unter. Leider, 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 leider. Mit einem Kind ist das halt immer so eine Sache. Aber wie gesagt, das ist ja auch, es ist ja auch schön, ein Kind zu haben. So, ich habe mir übrigens auch überlegt und das ist auch so ein Projekt, was ich für 2016 angehen werde. Ich werde definitiv Minecraft aufnehmen. Wahrscheinlich live in der Woods, weiß ich noch nicht ganz genau, welches Texture Pack und irgendwas, welche Add-ons, keine Ahnung, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber der springende Punkt ist einfach der, mein Sohn fängt gerade an, Lego Duplo für sich zu entdecken. Und jedes Mal, wenn ich da halt dran hocke und mit ihm da ein bisschen baue, dann fallen mir sofort alles ein, was ich genauso in Minecraft bauen möchte. Ja, und dann finde ich es furchtbar, dass man bei Lego Duplo halt einfach so gnadenlose Restriktionen einfach hat. Deswegen, ja, also da werde ich definitiv Minecraft spielen, denke ich. Ich habe es zu hoch gebaut. Willst du mich veressen? Ich hab's zu hoch gebaut. Ich hab's tatsächlich zu hoch gebaut. Ja, habe ich auch. Hab ich. Gut. Dann nochmal einen runter. Voll lauter Lego Duplo. Nee, aber es ist echt total cool, dir Lego Duplo zuzugucken, beziehungsweise Lego Duplo zu spielen mit ihm. Und ja, man kommt halt auf die ein oder andere Idee, die man dann halt eben so auch machen möchte. Heute erst eine Tankstelle gebaut. War super. Tankstelle. Das einfachste der Welt, eine Tankstelle. Ein paar Autos dazu. Und das ist halt was, das würde ich halt 1:1 ganz gern in Minecraft bauen. Halt nur ein bisschen exzessiver. Eine große Tankstelle, ihr wisst schon, was ich meine. So. So ein kleines Dörfchen halt einfach bauen. Das Problem ist halt, es gibt halt schon 10.000 Mittelalter-Dörfchens. Ja, 10.000 Schmieden,
10.000 Burgen, 10.000 Schlosswände. Es gibt von allem einfach schon 10.000 verschiedene Varianten. Ja, von allem in Minecraft. Ich habe aber noch nicht so viele Leute gesehen, die zum Beispiel ja, größere Gebäude machen. Also nicht größere Gebäude, modernere Gebäude machen. Einfach ein bisschen, ja, einfach ein bisschen moderner das Ganze machen. Und vielleicht werde ich ja sowas machen. Ich, wie gesagt, das ist jetzt alles einfach mal frei Schnauze überlegt, ob das dann tatsächlich so machen wird, das jetzt mal dahingestellt. Aber Bock hätte ich schon, das sage ich euch ganz ehrlich. Bock hätte ich schon. Und ja, mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ob ich das machen werde oder nicht, erfahrt ihr bestimmt im Laufe des Jahres. Ja, ansonsten muss ich sagen, habe ich Silvester relativ ruhig verbracht, zusammen mit meiner Frau. Sohnemann hat gepennt wie ein Stein. Ja, wir hatten, unsere Nachbarn haben, also der Sohn unserer Nachbarn ist, ich glaube, es müsste jetzt 19 sein. Und demgegenüber, der ist auch 19 und die haben halt quasi so eine kleine Jugendparty halt ein bisschen gehabt. Und die Jugendlichen hatten halt am Ende, ich glaube, 20 Batterien da stehen. Und die haben halt quasi ein Privatfeuerwerk quasi bei uns gemacht. Das war super cool. Das war wirklich, wirklich unglaublich cool. Das will ich echt sagen, das war sehr, sehr schön anzuschauen. Ich finde sowieso diese ganze Entwicklung, die es gegeben hat zum Thema Böllern, finde ich echt gut. Ich konnte selbst mit Böllern nie irgendwas anfangen. Mir war das immer lieber, wenn ich irgendwas sehe, irgendwelchen Effektfeuerwerk oder sowas sehe. Und ich muss sagen, mit diesen Batterien, das macht halt schon Sinn. Das macht halt schon Sinn. Das ist einfach. Ich meine, klar, teuer ist es, ja. Man kann sich noch darüber streiten, ob es überhaupt sinnvoll ist, ein Feuerwerk zu gestalten. Beziehungsweise Geld zum Fenster rauszuwerfen. Darüber kann man sich durchaus streiten. Aber es ist trotzdem schön anzuschauen. Also das, darüber kann man sich nicht streiten. Das ist definitiv schön anzuschauen. So. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich dieses Jahr tatsächlich komplett verweigert, irgendwas zu kaufen. Ich habe keine Batterien gekauft, obwohl ich es nicht wusste von der Party nebenan. Ich wusste es nicht, aber ich habe tatsächlich nichts gekauft, weil es mich einfach dieses Jahr gelangweilt hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, mich hat es gelangweilt. Ich wollte nichts kaufen. Ich wollte einfach nichts kaufen. Genau. So, jetzt haben wir die Eingangsbereiche da. Fertig. Das heißt, das ist schon, ich weiß, ich habe in der letzten Folge versprochen, ich fange mit dem Dorf an. Aber das zieht sich halt jetzt ein bisschen nach hinten. Ja, ich denke, ich muss hier noch so Caps draufbauen. Das mache ich aber in der nächsten Folge und dann fange ich ziemlich wahrscheinlich. Ich sage jetzt gleich schon ziemlich wahrscheinlich, weil ich nicht genau sicher bin, ob ich es zeitlich schaffe. Aber ich denke, ich werde in einer der nächsten Folgen hier mit dem kleinen Dörfchen anfangen, das ich euch ja schon in der letzten Folge gezeigt habe. Dann sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein zur nächsten Folge bei Parkitect mit dem Baum mit Bart. Macht es gut, haut da rein. Ciao, ciao.